Deutsche Truppen auf dem Vormarsch. Doch die Bilder stammen nicht aus der Wochenschau. Gefilmt hat sie dieser Mann, Generalgraf Edwin von Rothkirch, mit seiner Schmalfilmkamera. Der General filmte den Frieden und den Krieg. Das Leben einer Offiziersfamilie von 1932 bis 1945. Er filmte seinen Sohn, wie er heranwuchs. Er filmte die folgsame Mehrheit der Deutschen und die erhobenen Arme seiner eigenen Familie. Der Zweite Weltkrieg und das Dritte Reich als privates Filmarchiv. Bisher unveröffentlichte Filmdokumente vom Leben eines Offiziers unterm Hakenkreuz. Bis in den Untergang. Nur noch langsam verstreicht die Zeit in diesen Räumen. Herein kommt der Sohn des Generals, Leopold Graf Rothkirch. Der Graf blickt zurück auf eine lange Tradition. Einst dienten die Rothkirchs den Preußen. Der Großvater kommandierte die Garde des Kaisers und der Vater ein Armeekorps der Wehrmacht. General Edwin Graf von Rothkirch und Trach. Der Wehrmachtsgeneral hinterließ seinem Sohn Leopold einen Schrank voller Filmrollen. Denn der General war ein moderner Mann. Er ritt nicht nur, er filmte auch gern. Nur noch selten verdunkelt Leopold Graf Rothkirch das Haus für eine Reise zurück in die Tage seiner Kindheit. Noch nie hat er Fremden die Filmrollen seines Vaters gezeigt. Leopold Graf Rothkirch ist 80 Jahre alt. Im Zwielicht des staubigen Projektors reitet ein kleiner Junge, der damals Poldi hieß, gemeinsam mit seinem Vater. Der nahm es sehr genau mit seinem Sohn. Sehr genau. Der war überhaupt sehr genau und sehr, sehr streng auch. Aber beim Filmen war er besonders pingelig. Mein Vater hat die Filme gemacht in erster Linie für die Familie. Und zur Erinnerung an all das, was wir durchgemacht haben. Dass die Filme aber nun in einer breiten Öffentlichkeit gezeigt werden sollten, das hat er wohl nie geahnt. Einem Freundeskreis sollten die Filme mal gezeigt werden, aber mehr nicht. Ludwigslust in Mecklenburg. Noch 7 Jahre bis zum Krieg. Die Dame links mit Pelz, Poldis Mutter, Tini von Rothkirch. Im Bildhintergrund ein Fahnenjunker der Reichswehr. Er erblickt die Dame und folgt ihr. Gut erzogen, um seine Aufwartung zu machen. Ludwigslust ist zu dieser Zeit Garnisonsstadt und Heimat des 14. Reiterregiments. Jeden zweiten Sonntag rückt das Musikchor aus mit Pauken und Trompeten für das Volk. Poldis Vater, Edwin Graf von Rothkirch und Trach, 1930 noch Rittmeister der Kavallerie. Es ist die Zeit des Versailler Vertrages. Zusammen mit dem Rittmeister dürfen nur 2000 Offiziere im geschlagenen Heer dienen.
Dienstzimmer zwei Unterschriften jeden Morgen. Die Tage des Rittmeisters vergehen in Langeweile. Er sucht Zerstreuung und findet die Filmerei. Mein Vater hat diese Filme sehr systematisch gemacht. Er hat sich vorher überlegt, was will ich filmen, was will ich damit erreichen, dass es nicht langweilig wird. Er hat bei den ersten Filmen im Frieden immer kleine Drehbücher geschrieben. Und dann mussten wir ja, weil das Filmmaterial so teuer war, mussten wir erstmal Probe laufen und Guten Tag sagen und nochmal. Und wenn das eben nicht schön genug war, dann haben wir nochmal zurück. Und dann lief der Film erst. Also das wurde schon sehr systematisch gemacht. Es war eben wenig Material da, man musste sehr sparsam damit umgehen. Viel von dem teuren Material kostet der 21. März 1933. Aufmarsch in Ludwigslust. Denn im fernen Potsdam verbeugt sich Kanzler Adolf Hitler vor Reichspräsident Hindenburg. Hier hat man nur den Großherzog von Mecklenburg. So fällt der Aufmarsch etwas kleiner aus. Die Braunhemden der SA müssen dem Aristokraten Rotkirch missfallen haben. Doch er filmt und hofft auf Hitler. Ich kann mir nicht denken, dass mein Vater einen moralischen Zwiespalt hatte. Denn damals waren ja fast alle Leute in Deutschland begeistert, dass nun eine neue Zeit anbrach. Und besonders natürlich für das Militär, was ja eine ganz andere Stellung bekam und ganz andere Berufschancen auch. Das muss man auch verstehen. Und die Soldaten waren ja unpolitisch, denn bis 1934 durften Soldaten überhaupt nicht wählen. Und so waren die auch erzogen und daher gab es da kein Thema. Aber ich bin da natürlich ein kleiner Junge gewesen und weiß nicht, also ich weiß nur immer, dass sich so meine Eltern ein bisschen lustig machten über die Nazis. Das war aber kein politischer Widerstand, sondern es war einfach, die waren ihnen zum Teil menschlich unangenehm. So manche Typen, aber nicht alle. Nach der Machtergreifung Hitlers dreht Rotkirch kaum noch Bilder ohne die Zeichen der neuen Zeit. Ab und zu Einstellungen wie diese, Poldi beim Voltigieren. Der Sohn eines Kavalleristen hat reiten zu lernen. Dann die Tochter des Regimentskommandeurs, Freiherr von Geier. Ein kleines Kunststück mit Poldi. Die Väter der beiden sollen sich gut verstanden haben. Überhaupt scheint der filmende Rittmeister beliebt zu sein. So wie seine immer lächelnde Frau, hier rechts. Die Freundin raucht, zur damaligen Zeit ein unerhört frivoler Vorgang, noch dazu in Gegenwart von Männern. Im kühlen Schatten der Bäume verfolgen die Damen das Manöver der schwitzenden Garnisonssoldaten. Dann schlendern die beiden neben der Schwadron nach Haus. Man hat ohnehin denselben Weg. April 33. Abschied für die Rotkirchs. Blumen für die Gräfin vom neuen Regimentskommandeur. Auch sein Händeschütteln lässt der Rittmeister in Zivil filmen. Man hat Rotkirch nach Berlin versetzt. Doch was mag der Grund sein für die Versetzung? Und warum hat man einen anderen zum neuen Kommandeur gemacht, nicht ihn? Rotkirch ist zu dieser Zeit 45, im besten Alter für einen Kommandeursposten.